Ich habe jetzt mitbekommen, es kam jetzt auch in den Medien, voll cool, Obama will eine Freihandelszone. Rettet das die Welt? Ja, das ist das schönste Thema. Das finde ich so genial. Ist ja Ihr Themengebiet, was sagen Sie dazu? Naja, das ist wieder, da sieht man typisch der Reflex, wie sozusagen den Deutschen wieder das Wasser im Mund zusammenläuft, wie sie hinbeißen wollen und sagen, oh, Export über alles und wir machen noch mehr Überschüsse. Ne? Das Irre ist ja, wir wollen ja nicht nur exportieren, wir wollen ja Überschüsse machen. Das heißt, wir wollen unser Ersparnis alles ins Ausland transferieren. Die Ausländer sollen dann unsere Ersparnisse investieren sozusagen. Tun sie zwar nicht, aber das interessiert uns nicht, Hauptsache wir haben exportiert. Und schon bei dieser Freihandelszone kommt das sofort wieder vor. Das eine muss man nur bedenken, das ist ganz interessant. Denn ein Satz, den Obama dazu gemacht hat, da steht nämlich nicht nur drin, ich habe ihn dabei, in der Herald Tribune habe ich vorhin gelesen. Das war nicht abgesprochen. Da steht nämlich drin, er hat nämlich gesagt, fair and free. Fair and free. Und wenn man weiß, dass es eine intensive Diskussion in den G20 und sonst wo gibt, zwischen den Amerikanern, nicht eine Diskussion, ein Streit, machen wir es ganz klar. Ein Streit zwischen Amerikanern und Deutschland über die riesigen deutschen Überschüsse im Außenhandel und die amerikanischen Defizite, dann könnte man auch der Meinung sein, dass das Erste, das Wichtigste an dieser Fairness ist, dass dieser Handel ausgeglichen ist, dass nicht der eine dauernd Überschüsse macht und der andere dauernd Defizite. Wenn es so wäre, dann können die ganzen deutschen Freudentaumel ganz schnell beendet werden, denn dann geht es genau umgekehrt, wie man sich das hier erwartet. Freihandel ist keine Rettung für die Welt, das ist... wird vielleicht, wenn es ein bisschen was abgebaut, ganz minimal, dass kein Mensch merken wird, das Einkommen erhöhen, aber große Schübe und Abbau der Arbeitslosigkeit, ist alles Quatsch. Ne? Das muss man sich vorstellen, das ist alles Quatsch. Die Europäische Währungsunion wurde so begründet, da hat man gesagt, ja, machen wir Währungsunion und dann, wuff, gibt es sofort einen irren Schub an Arbeitsplätzen. Und die Europäische Kommission rechnet dann immer sofort aus, 2 Millionen Arbeitsplätze, 10% Wachstum über 10 Jahre oder so. Alles Blödsinn, das ist alles kompletter Blödsinn. Ne? Das muss man sich vorstellen. Und das ist das, was ich hauptsächlich beklage, diese Volksverdummung, diese systematische Volksverdummung, gerade im ökonomischen Bereich. Und dagegen versuche ich ein bisschen meine Stimme zu erheben. Mein Lieblingssatz in den Talkshows ist, wir dürfen uns nicht verschulden auf Kosten der nächsten Generationen. Ja. Das können wir unseren Enkelkindern und Kindern nicht aufbürden. Was steckt dahinter? Ist das so? Na, daran ist alles falsch. An diesem Satz ist alles falsch, weil wenn der Staat Schulden macht... Aber wenn der Satz so falsch ist, warum wird er erstmal durchgehend gesagt? Das ist genau das Wichtige. Das müssen Sie erforschen. Daran muss man arbeiten. Warum kann ein so falscher Satz immer wieder gesagt werden? Das hat Frau Merkel gesagt, Herr Schröder immer gesagt, der wird in jeder Talkshow gesagt. Er ist grundfalsch und jeder Mensch kann nach einer Minute verstehen, warum er falsch ist. Warum ist er falsch? Weil wir an unsere Enkel und Urenkel, an unsere Kinder nicht nur die Staatsschulden vererben, sondern auch die Forderungen gegen den Staat. Irgendjemand hält doch dieses Zeug. Wer kauft denn die Staatsanleihen? Wenn wir die kaufen heute, oder meine Kinder die kaufen, und sie kaufen mehr davon, und es sind mehr Staatsschulden, da geht es immer zu Null aus. Geht immer genau zu Null aus. Schon deswegen ist es Blödsinn. Es ist aber auch noch ein weiterer Grund Blödsinn, weil es, selbst wenn es so wäre, dass es eine echte Verschuldung wäre, muss man immer fragen, gibt es auch Investitionen dagegen? Wenn wir heute irgendetwas Vernünftiges tun, wenn wir heute die Welt retten, wenn wir das Klima retten und das kostet etwas, ja, dann haben wir doch nicht die Generationen belastet. Auch das ist Blödsinn. Also in vielen Dimensionen ist dieser Satz vollkommener Blödsinn. Also Dinge werden nicht richtig dadurch, dass man es oft genug sagt. Nein, es wird überhaupt nicht richtig, aber das Richtige wird nicht gesagt. Ne? Genauso wie ich immer sage, man muss bei Schulden, muss man immer dazu sagen, aber Schulden sind nur ein Reflex von Ersparnissen. Wenn ihr keine Verschuldung mehr wollt auf der Welt, dann darf auch niemand mehr sparen. Das ist Buchhaltung, das ist ganz eindeutig klar, einfache Buchhaltung. Aber das wird nie gesagt. Ne? Also jeder Finanzminister müsste immer, wenn er über Schulden redet, sofort über Ersparnisse reden. Herr Schäuble ist nach Moskau gefahren jetzt zu G20 und hat gesagt, keiner soll mehr Schulden machen. Ja, aber wo gehen die Ersparnisse denn hin? Was passiert mit den Ersparnissen? Ne? In Deutschland ist es so, dass inzwischen alle sparen. Der Staat spart, die Haushalte sparen und die Unternehmen sparen. Ja, wer soll das Zeug denn aufnehmen? Irgendjemand muss es nehmen und investieren oder sich verschulden. Bisher war das nur das Ausland. Ne? Wenn das Ausland es nicht mehr kann, weil sie pleite sind, ja, wer macht's dann? Das ist die zentrale ökonomische deutsche Frage. Und kein Mensch stellt die auch nur, die Frage. Außer mir.